Ich bin Dani, ich arbeite im Kino Kolosseum im Prenzlauer Berg seit 20 Jahren schon. Ich bin ja Thomas, ich bin seit 1997 im Kino Kolosseum beschäftigt. Ich bin Michel, ich bin jetzt seit etwa 4 Jahren, seit 2016 in dem Kino. Und das Kino wurde geschlossen, Corona-bedingt, so wie alle anderen Kinos in Berlin auch, vorübergehend im März, am 14. März. Und während alle anderen Kinos oder die meisten wieder geöffnet haben, wurde bei uns Insolvenz angemeldet. Das ist dann natürlich ein bisschen anders geregelt, als wenn man nach 20 Jahren eine ordentliche Kündigung bekommt, eine betriebsbedingte. So ist eben kein Geld im Topf, angeblich, und wir bekommen nichts. Sammy Brauner, also genau, das ist unser Geschäftsführer des Hauses. Kennen vielleicht viele Familie Brauner, der Vater Arthur Brauner, Kinolegende, großer Produzent, letztes Jahr verstorben, und die Erben, denen gehört eben die Immobilie, und der Sohn, eben Sammy, ist unser Geschäftsführer schon seit 2006. Wir haben dann, als die Insolvenz eröffnet wurde, uns getroffen und überlegt, wie gehen wir damit um? Gehen wir jetzt einfach alle nach Hause, beantragen Arbeitslosengeld und sehen uns nie wieder, und haben uns relativ schnell entschieden, nein, so einfach machen wir es nicht. Wir wollen kämpfen, und wir haben dann eben angefangen, Briefe zu schreiben, erstmal appellierend an eben die Familie Brauner, bitte macht das nicht, macht bitte weiter, wir brauchen das Kino, nicht nur wir, auch der Kiez, und Berlin braucht diese Kultur und so. Haben dann eben Briefe auch an den Regierenden geschrieben, an die Kulturstaatsministerin und so weiter, und sind dann aktiv geworden. Wir haben so viele Behörden angeschrieben, wir sind auf Politiker zugegangen, wir haben die entsprechenden Leute kontaktiert, und dennoch fühlt man sich irgendwie ja, total im Stich gelassen. Wir haben ja Sammy Brauner bis zu den heutigen Tag nicht einmal gesehen. Er fühlt sich nicht verantwortlich, uns vernünftige Papiere auszustellen, dass jeder einzelne Mitarbeiter von uns halt auch irgendwie seine Ansprüche geltend machen kann, bei den Behörden zum Beispiel, damit man sein Arbeitslosengeld kriegt. Ich bin heute noch ohne Arbeitslosengeld, ich kriege immer noch nur Hartz IV. Also mittlerweile habe ich halt auch schon die Antworten selbst vom Amt bekommen, naja, da müssen Sie sich einen Anwalt nehmen. Ich arbeite da seit 20 Jahren, nicht nur ich, und bekomme natürlich keinen Cent Abfindung. Bei meinem Gehalt, ich arbeite nicht mehr Vollzeit dort, sind es vielleicht 10.000, 15.000 Euro. Das ist für mich eine Menge Geld. Ja, das wäre zumindest auch für die Überbrückung der ersten Monate, hätte das sehr, sehr geholfen. Beziehungsweise auch vielleicht, um irgendwie, keine Ahnung, sich selbstständig zu machen oder was auch immer. Also das ist schon für mich ein großer Betrag, ja. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, und für mich ist es in der Hinsicht schon so schwierig geworden, sage ich mal. Gastronomie, komme ja nun aus dem Fach, dass ich dann letztendlich sage, dass ja, für mich ist irgendwo der Zug abgefahren. Der Unternehmer hätte einfach sagen können, ich möchte hier kein Kino mehr machen, das ist nicht mehr lukrativ für mich, das wäre seine Entscheidung gewesen wahrscheinlich. Wir hätten eine ordentliche Kündigung bekommen, wir hätten Abfindung bekommen. Ich arbeite da 20 Jahre und nicht nur ich. Wir hätten Zeit gehabt, uns auch zu verabschieden von unserer Arbeit, von unseren Kollegen. Das wäre einfach, ja, das wäre immer noch sehr traurig gewesen für uns, aber es wäre eben fair gewesen. Und so wie es jetzt gelaufen ist, ist es einfach, ja. Nicht nur unfair, sondern also wir sind letztlich belogen worden. Also uns wurde halt erzählt, wir sind pleite, was wir, glaube ich, nicht sind. Das Kino hat angeblich laut der Familie Brauner, beziehungsweise speziell Sammy Brauner, kein Geld mehr. Also angeblich durch Corona sollen die finanziellen Mittel ausgegangen sein, und es soll nicht tragbar sein, sodass man dass eine Weiterführung sinnvoll wäre. Auch Sebastian Laboga, der Insolvenzverwalter, hat das quasi bestätigt, wobei wir uns ziemlich sicher sind, dass keine ordentliche Prüfung da stattgefunden hat. Dieses Kino ist nicht pleite, weil wir ja noch schwarze Zahlen in 2019 geschrieben haben. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass nur weil ein Kino 2 Monate geschlossen ist, März bis Mai durch Corona, dass so ein großes Kino deswegen pleite ist und nicht mehr weiterspielen kann. Wir haben 350.000 Besucher im Jahr gehabt, und wir kennen die Zahlen. Es ist
wirklich schwer zu glauben. Es ist eigentlich nicht zu glauben für uns. Ja, also. Wir als Betriebsrat haben uns die Zahlen teilweise ein bisschen genauer mit angeguckt gehabt und haben uns auch einen Sachverständigen, den Herrn Dr. Kramer, hinzugezogen gehabt. Der hat auch drüber geschaut und gemeint, das kann man ordentlich führen. Im März letzten Jahres hat eine Architektengesellschaft aus Hamburg angefragt, wohl beim Bezirksamt, was man da oder ob man da ein bisschen was bauen kann, quasi an dem Kolosseum. Sie wollten da ein Bürokomplex oder Bürocampus quasi hinsetzen. Die Frau Lindstedt, die für das Denkmalschutzamt zuständig ist, die hat dann auch mit denen eine Besichtigung des Hauses gemacht. Die haben geguckt, ist das denkmalschutztechnisch alles machbar und umsetzbar, was da an Ideen ist. Es wurde auch, glaube ich, das Ganze nochmal überarbeitet. Aber letztendlich war es dann so, dass November letzten Jahres ein Bauvorbescheid positiv beschieden wurde. Da steckt dann auch der Herr Kuhn zumindest so weit mit drin, dass er niemals in die Akte reingeguckt hat. Herr Kuhn ist Bezirksstadtrat von Pankow und im Bauausschuss tätig, soweit ich das weiß. Und eigentlich müsste das genau bei ihm auf dem Tisch immer alles landen und er müsste da gucken, dass eben so eine Großprojekte sofort auffallen und sofort gemeldet werden. Auch der bei der Bezirksverordnetenversammlung mitgemeldet werden, was wohl nie geschehen ist. Das muss auch in so eine Liste eingetragen werden. Da gibt es wohl mehrere Schutzmechanismen eigentlich, die darauf gucken sollen, dass eben solche wesentlichen Veränderungen der Stadt auch wirklich geprüft werden und nicht einfach irgendwo durchgewunken werden. Und seine Aussage war halt immer wieder, das ist halt einfach irgendwo durchgerutscht, das hat er nicht mitgekriegt oder sowas. Und das hat er mehrfach in den Medien, in der Presse schon so bekannt gegeben. Und das war natürlich immer noch zusätzlich so ein Schlag ins Gesicht für uns. Dadurch, dass der Bauvorbescheid letztes Jahr positiv beschieden wurde, ist auf jeden Fall der Preis extrem gestiegen. Es stehen Zahlen im Raum von etwa 40 bis 50 Millionen, man weiß es nicht genau. Und da kann natürlich auch nicht die Stadt sagen, okay, wir machen das wieder zu einer Stadtsache, das Ganze. Weil die können sich das natürlich auch nicht leisten in diesen Höhen. Es gibt natürlich Überlegungen, dass wir den Betrieb als Beschäftigte übernehmen. Es gibt so Ideen, Gründung einer Genossenschaft beispielsweise, da machen wir uns gerade schlau. Und wir haben ja so schon ein bisschen ein Konzept erarbeitet und wir gehen davon aus, dass man das besser machen kann und dass man das Haus weiter betreiben kann. Wir haben erstmal uns vorgestellt, dass wir halt kulturell halt eben Lesungen mit reinnehmen, Musikveranstaltungen, dass wir uns halt auch vorstellen, halt in Pflegeheimen gehen halt und Kinoprogramme mit älteren Filmen halt so auf die Beine stellen, um da Publikum ins Kino halt zu bekommen. Oder dass wir halt die Kinosäle, was auch schon gemacht worden ist, für Veranstaltungen halt vermieten. Also ich wünsche mir auf jeden Fall natürlich, dass wir alle unsere Jobs dort irgendwie erhalten können. Deswegen wäre es natürlich absolut wünschenswert, wenn das so fortgeführt werden kann, wie es bisher war. Wir haben uns alle wohlgefühlt. Es ist eine schöne Atmosphäre dort, die Gäste passen alle zu uns und wir würden das gerne einfach so beibehalten. Und das ist eigentlich so unser größter Wunsch, dass das irgendwie funktioniert, dass wir mit Familie Brauner in Kontakt kommen. Bestenfalls über die Politik, da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn gerade die obersten Politiker sich mal ein bisschen regen würden und die Kontakte knüpfen würden oder zumindest wieder aufnehmen würden. Und wir darüber dann eben den Kontakt bekommen und eine Möglichkeit finden, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Also wir machen ja viele Aktionen. Wir haben zwei große Demos gemacht. Wir machen jeden Donnerstag eine Aktion vorm Kino, um auch zu zeigen, dass wir da sind. Wir laden alle herzlich ein. Wir sind da jeden Donnerstag ab 17.30 Uhr. Wir sprechen mit den Leuten, erzählen ihnen, was wir da so machen, was wir überhaupt wollen, was es ist. Und ja, jeder ist natürlich herzlich eingeladen. Nächste Woche machen wir einen Kiezspaziergang. Wir laufen dann immer so durch den Kiez, auch mit anderen betroffenen Häusern aus der Umgebung. Das Geburtshaus Maya, mit denen haben wir uns jetzt vernetzt. Die sind ja auch um die Ecke. Letztlich sind es immer die gleichen Themen, ne? Verdrängung, Enteignung, Entmietung und ja. Möglichst viele Leute, die uns unterstützen, die uns eine Stimme geben.
sodass wir gehört werden und dass eben der Druck da ist, sodass der Herr Brauner eben gezwungen ist, mit uns zu sprechen, ja, mit uns in Dialog zu treten und gar nicht mehr anders kann, als uns dieses Kino zu übergeben oder zu überlassen.